Ja, die eine Maßnahme wird es nicht geben, sondern es braucht viele Puzzleteile, die dazu beitragen können, dass die digitale Transformation in der Bildung gelingt. Da gibt es schon sehr viele Akteure rund um die Schule herum, denn Schule, auf die wir uns ja konzentrieren, kann diese digitale Transformation nicht alleine leisten, sondern da gibt es Institutionen, da gibt es Vereine, da gibt es Initiativen, die wir in die Schule hereinholen müssen. Und umgekehrt müssen wir den Kindern auch den Zugang zu diesen Initiativen öffnen. Und deshalb haben wir uns auf den kommunalen Bereich und auf die Akteure, die da in der Digitalisierung der Bildung unterwegs sind, konzentriert. Denn Schule kann nicht alleine die Defizite in der Gesellschaft ausgleichen. Schule kann auch nicht allein alle Aufgaben stemmen. Und wir wollen ja gemeinsam unsere Kinder und Jugendlichen auf unsere digitalisierte und auch globalisierte Gesellschaft vorbereiten. Da gibt es solche Aufgaben wie Integration von digitalen Tools, Inklusion und auch eben die Vermittlung von zeitgemäßen Kompetenzen. Da gibt es viele Institutionen und Projekte, die Lösungen entwickelt haben und eben auch über die geforderte Expertise verfügen. Ich habe aus meiner kommunalen Politik viele Erfahrungen mit solchen Initiativen. Und wir haben überlegt, wie schaffen wir es jetzt, die Schule und auch diese Akteurinnen und Akteuren zu befähigen, diese gegenseitigen Kontakte zu nutzen. Wir sind dann darauf gekommen, dass wir dafür vor allem Ressourcen brauchen, wenn zum Beispiel Termine organisiert werden, wenn Lernzeiten koordiniert werden müssen. Und deswegen haben wir einmal die Anforderungen formuliert, dass wir mehr Freiräume in den Lehrplänen brauchen, dass wir aber auch eine zeitgemäße Prüfungskultur brauchen, damit man Projekte gut bewerten kann und jetzt nicht wie heute noch einzelne Klassenarbeiten und Bausteine für die Leistungsermittlung heranziehen muss. Wir brauchen für die Lehrkräfte viel mehr zeitliche Ressourcen, weil die sich ja sowohl mit den Inhalten als auch mit der Koordination auseinandersetzen müssen. Aber wir brauchen vor allem auch regionale Initialisierungsstellen für die Akteure auf der lokalen Ebene als Knotenpunkt, als Anlaufstelle, um sich zu vernetzen. Gleichzeitig wollen wir auch Lernorte öffnen und initialisieren, die dann den Organisationsaufwand stemmen müssen und auch Betreuung ermöglichen müssen. Also es geht darum, all diese Akteure wertschätzend miteinander in Verbindung zu setzen, die Ressourcen dafür zu schaffen und auch entsprechende Förderinstrumente zu schaffen. Ich glaube, man spürt schon, das ist ein sehr großes Feld und dazu gehören natürlich auch Zugänge zu Open Educational Resources und zu Open Source Anwendungen und Instrumenten. Da muss auch noch viel Wissen transportiert werden. Insgesamt scheint uns das aber ein sehr anregender und inspirierender Weg, um auf dem Weg der Digitalisierung in der Bildung und der Transformation hin zu einem Mehrwert in der Bildung weiter zu beschreiten.